Nils Ahnen von der SPD hat bestimmt auch schon abgestimmt. Er unter anderem ist jetzt Gast bei meinem Kollegen Gerd-Joachim von Fallois. Und damit gebe ich direkt ab nach Berlin. So ist es. Nils Ahnen, der außenpolitische Sprecher, ist bei mir und Stefan Liebig, der außenpolitische Sprecher der Linken. Nils Ahnen natürlich von der SPD. Meine Kollegin hat gerade gesagt, Sie haben bestimmt schon abgestimmt. Ich tippe auch mal wie. Sie haben für die Große Koalition gestimmt. Wie ist es denn in Hamburg in Ihrem Wahlkreis? Was haben Sie für ein Gefühl? Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Ich habe in meinem Wahlkreis 4 Veranstaltungen gemacht, mit den Mitgliedern diskutiert. Es war zum Teil auch emotional. Ganz klar, es gibt eine große Unzufriedenheit, die Performance der SPD, die gibt ja auch Anlass zur Kritik. Da muss man auch mit Offenheit und Selbstkritik reingehen. Aber eine ganz klare Mehrheit hat sich für das Ja entschieden. Ich glaube, das wird auch am Sonntag passieren. Und am Ende, und das ist für mich eigentlich die gute Nachricht, ging es um die Punkte Rente, ging es um Investitionen in Bildung, ging es um die Frage, wie geht es weiter mit dem Zusammenhalt in unserem Land. Und ich denke, da steckt ja auch eine Botschaft drin. Wenn wir über die Themen reden, dann können wir auch eine Mehrheit gewinnen in unserer eigenen Partei und ich glaube auch wieder in der Bevölkerung. Herr Liebig, wir reden sofort über Rüstungskontrolle, unser eigentliches Thema. Aber doch noch die Frage an Sie. Wäre es Ihnen eigentlich lieber, das Ganze scheitert und es wären baldige Neuwahlen zum Beispiel? Also ich finde vor allem, dass die SPD sich überlegen muss, wie es weitergehen soll mit unserem Land. Wir hatten ja im letzten Bundestag eine Mitte-linke Mehrheit. Jetzt haben wir keine mehr. Und ich fürchte, wenn die SPD wieder in eine große Koalition geht, wird es noch schlimmer. Und daran habe ich kein Interesse. Ich möchte gerne, dass wir eine Mitte-linke Mehrheit in Deutschland bekommen. Und dafür ist, glaube ich, die große Koalition der falsche Weg. Aber wenn es zu dieser großen Koalition kommt, letzte Frage dazu, Herr Ahnen, da gab es ein bisschen Durcheinander gestern. Wann werden denn nun die Minister vorgestellt? Da hieß es mal am 12. März, dann hieß es am 14. Das wäre ja im Grunde genommen am Tag der Kanzlerinnenwahl. Wie ist da die Lage? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das wird das Präsidium entscheiden. Aber wir werden die Liste vorlegen. Da muss sich keiner Sorgen machen. Aber jetzt warten wir erstmal auf die Entscheidung der Mitglieder. Es hat auch was mit Respekt zu tun und dann wird es bekannt gegeben. Und am Ende wird, hoffe ich jedenfalls, unser Land eine handlungsfähige Regierung haben. Das ist ja am Ende auch unser Job. Wir sind gewählt, um hier Politik zu machen, die Bürgerinnen und Bürger zu vertreten. Aber wir sind in einer Situation, auch international, wird sich ja auch viele Augen auf Deutschland richten. Und ich glaube, dass wir gerade auch im Bereich der internationalen Politik, der Europapolitik, wichtige, auch sozialdemokratische Akzente setzen konnten. Und dann werden wir auch die richtigen Menschen für benennen. Okay, machen wir da einen Strich drunter, kommen wir zur Rüstungskontrolle. Die Münchner Sicherheitskonferenz ist ja noch nicht so lange her. Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, hat dort gesagt, die nukleare Bedrohung steht heute wieder auf der Tagesordnung. Das haben wir nun, Herr Liebig, ja gerade gestern massiv erfahren können mit dieser sehr martialischen Rede von Herrn Putin. Er hat dort neue Waffensysteme vorgestellt. Wie schätzen Sie das ein? Ja, das war natürlich eine ganz schlechte Nachricht, weil hier dreht sich der Rüstungswettlauf immer weiter. Wir hatten mal Zeiten in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre, als die USA und die damalige Sowjetunion darüber geredet haben, ganze Waffengattungen zu vernichten und von unserer Erde zu entfernen. Jetzt haben wir das Gegenteil. In den USA wird darüber geredet, dass man neue Waffen entwickelt, sogenannte Mini-Nukes, die aber die Sprengkraft haben von den Bomben, die in Hiroshima und Nagasaki unglaublich viele Menschen getötet haben. Die sowjetische Seite gibt es nicht mehr, die russische Seite versucht, sich in so eine ähnliche Rolle zu bringen und zieht jetzt nach. Das ist brandgefährlich, was da passiert, und ich finde es ganz schrecklich. Ja, mit dem Nachziehen ist das so eine Sache, denn 2004 hat man wohl angefangen mit dem Bau dieser Bomben. Da gibt es jetzt Expertenstreit, ob die überhaupt schon fliegen könnten. Zum Beispiel dieser Marschflugkörper, der bis nach Amerika reichen soll. Das ist doch ein sehr martialisches Auftreten gewesen. Hat das nur was mit der Wahl in 14 Tagen zu tun oder ist die Bedrohung sehr konkret? Nein, es gibt natürlich einen Zusammenhang zur Wahl und wir dürfen uns das auch nicht so vorstellen, dass Herr Putin dort jetzt ganz relaxed auf diese Wahl wartet. Das hat auch etwas mit Machterhalt, mit Legitimation zu tun. Und es ist eindeutig, dass er sich für diese Frage der Stärke der militärischen Drohgebärde auch entschieden hat. Es gibt nämlich viele Probleme in Russland. Die Entwicklung des Landes hinkt hinterher. Gesundheitsversorgung, soziale Absicherung, all die Themen, die eigentlich in der Debatte auch eine Rolle spielen könnten, die werden jetzt überdeckt durch diese Drohgebärden. Aber insgesamt mache ich mir schon große Sorgen. Deswegen diskutieren wir das auch auf Antrag mit der SPD-Fraktion heute im Deutschen Bundestag, dass die Instrumente, die wir erarbeitet haben über die letzten Jahre, die zu einer Art Abrüstungs- und Rüstungskontrollarchitektur beigetragen haben, dass die Stück für Stück unterminiert und zerstört werden. Es ist ganz wichtig, dass wir wieder eine neue Initiative starten. Das haben wir uns auch vorgenommen für den Fall, dass es eine neue Bundesregierung gibt.
Und das bedeutet, dass natürlich wir das zurückweisen, was die russische Seite dort tut. Aber auch die Forschung der Amerikaner, der Kollege Liebig hat darauf hingewiesen, neue Sprengköpfe zu entwickeln und auch neue Waffensysteme möglicherweise zu stationieren, ist hochgefährlich. Und deswegen ist die Haltung Deutschlands, glaube ich, ganz klar. Wir wollen die Abrüstung stärken. Wir halten auch fest an dem Ziel einer nuklearwaffenfreien Welt. Und jetzt könnte man sagen, das ist vielleicht naiv angesichts dieser Debatte, aber gerade weil die Lage so zugespitzt ist, braucht man eine starke Stimme und dafür setzen wir uns ein. Es gibt einen Antrag von CDU, CSU und SPD, einen weiteren von den Grünen heute im Kernthema zum INF-Vertrag. Das war ein sehr erfolgreicher Vertrag, 87 abgeschlossen zwischen der UdSSR und der USA. Da ging es um die Reduzierung der Mittelstreckenwaffen. Von damals 70.000 Mitte der 80er Jahre sind wir jetzt bei 15.000 angekommen. Dieser Vertrag hat also was bewirkt, einer der wenigen, will ich mal sagen. Aber tatsächlich, Herr Liebig, Sie haben es angesprochen, die Amerikaner. Dann aber auch, was man so mitkriegt, natürlich dieses Händeln zwischen Nordkorea und dem amerikanischen Präsidenten, jetzt dieser martialische Auftritt von Putin gestern. Dieser INF-Vertrag ist ja in höchster Gefahr. Wie kann man denn den wiederbeleben? Die Welt insgesamt ist unsicherer geworden und selbst geschlossene Verträge, die funktionieren, werden in Frage gestellt. Wenn wir uns anschauen, der einzige erfolgreiche Vertrag in den letzten Jahren war der mit dem Iran, wo gesagt wurde, hier verhindern wir die Entwicklung von Atomwaffen, dafür gibt es auch Gegenleistung und jetzt wird das von der US-amerikanischen Seite in Frage gestellt. Und beim INF-Vertrag ist es genau das Gleiche. Ich glaube, beide Seiten müssten ein Interesse daran haben, miteinander Verabredungen zu treffen, aber dazu müsste man auch wieder miteinander sprechen. Die Sprachlosigkeit zwischen den großen Mächten dieser Welt, die macht uns überall Ärger. Wir kriegen in Syrien keine Lösungen hin. Es gibt mittlerweile Konflikte, die man sich früher gar nicht hätte vorstellen können, dass NATO-Partner sich gegeneinander bedrohen, Türkei, USA. Ich glaube, man muss wieder miteinander sprechen, mehr miteinander reden. Man braucht wieder so etwas wie Wandel durch Annäherung statt mehr Sanktionen und Gesprächsabbrüche. Ja, und Sie haben ja in diesem Antrag INF heute gefordert, zu intensiven Fortschritten mit Blick auf Ziel der weltweiten Begrenzung von Abrüstung. Was kann denn Europa miteinander sprechen? Was kann denn Europa als Mittler da tun? Zumal ja Europa auch, die europäischen Staaten auch Teil der NATO sind, also eher an Amerikaner dranhängen als an den Russen. Na, ich glaube, es geht in einem ersten Schritt darum, dass wir den INF-Vertrag retten müssen. Ich will das so klar auch formulieren. Wenn die Pläne der russischen Föderation, aber auch das, was im amerikanischen Kongress im Moment diskutiert wird, umgesetzt werden, dann wird dieser Vertrag am Ende zerstört werden. Die politische Grundlage wird gerade entzogen. Wir haben Berichte der Amerikaner über die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen von der russischen Seite. Das ist noch nicht 100% belegt. Aber gleichzeitig gibt es schon den Ruf, ein eigenes System zu stationieren. Das heißt, die Idee, eine gesamte Waffengattung abzuschaffen, das war ja der Durchbruch damals, die ist wirklich in Gefahr. Und man muss ja auch eines ganz klar sagen, wenn sich diese Dynamik fortsetzen sollte, dann werden wir ja jetzt auch eine Debatte bekommen über die Frage von Nachrüstung in Europa. Und was meinen Sie, wo dann am Ende diese Diskussion und auch die Stationierung stattfinden würde? Aber nochmal, was kann Europa tun? Ja, Europa muss eine eigene Initiative ergreifen. Wir müssen unsere ja auch von deutscher Seite her durchaus guten Kontakte zu Russland nutzen. Wir müssen mit dem amerikanischen Präsidenten, aber auch wir als Abgeordnete mit dem amerikanischen Kongress reden. Wir haben eine internationale Plattform, die Vereinten Nationen, die Abrüstungskonferenz in Genf beispielsweise. Das heißt, wir müssen die vorhandenen Instrumente stärken. Und Frank-Walter Steinmeier hat ja auch zur Frage der Rüstungskontrolle im konventionellen Bereich, als er noch Außenminister war, Vorschläge vorgelegt. Das heißt, es wird immer nur diskutiert über die Ideen der Aufrüstung. Wir müssen dafür sorgen, dass über neue Ideen im Bereich der Rüstungskontrolle und Abrüstung diskutiert wird. Dafür muss man Vorschläge machen und dafür werden wir uns einsetzen, wenn es zu einer neuen Bundesregierung in einigen Tagen kommen sollte. Herr Liebig, eigentlich ist ja alles viel komplizierter als im Kalten Krieg. Wir haben 9 offizielle Atommächte. Diese Bedrohung Russland gegen NATO oder umgekehrt, die scheint sich gerade wieder aufzuschaukeln. Aber wir haben ja neue Player mit Nordkorea zum Beispiel. Israel hat gedroht bei der Münchner Sicherheitskonferenz gegen den Iran. Beim Iran weiß man auch nicht, wie weit die sind. Also gerade diese Seitenstaaten, sage ich mal, wie wird man denen denn Herr, indem man einfach alle Atomwaffen abrüstet und hinterher haben eben solche Leute wie Kim noch als einzelne Atomwaffe? Ist das die Lösung?
Also erstmal finde ich die Grundannahme schwierig. Ich höre das manchmal auch, dass Leute sagen, ach, damals im Kalten Krieg war alles so einfach. Also wenn wir uns erinnern, da stand die Welt mehrfach kurz vor dem Zusammenbruch und das war keine schöne Zeit. Was uns heutzutage fehlt, ist ein Regime, was man damals hinbekommen hat. Nämlich, dass man trotz aller Zuspitzungen auf der globalen Ebene eine Gesprächsebene hatte. Und da ist tatsächlich in den 90er Jahren etwas Schlimmes passiert. Die USA haben gedacht, nachdem die Sowjetunion zusammengebrochen sind, wird sich die ganze Welt nach ihrem Vorbild entwickeln und die internationalen Gremien bekamen weniger Macht. Und jetzt haben wir einen UN-Sicherheitsrat, der das einzige Gremium ist, die wirklich sinnvolle, legitimierte Entscheidungen treffen können, der nicht mehr die Macht hat, die er mal hatte. Und das ist eine Schwierigkeit. Und ich glaube, die Antwort können nur internationale Verabredungen und Verträge sein. Und da finde ich es sehr schade, das muss ich an der Stelle schon sagen, dass wenn die Generalversammlung der Vereinten Nationen sich dafür ausspricht, alle Atomwaffen abzuschaffen, dass Deutschland gemeinsam mit den NATO-Staaten und den atomwaffenbesitzenden Staaten dazu Nein sagt. Das halte ich für ein Problem. Und ich finde es auch schade, dass in diesem Koalitionsvertrag, den Nils Annen hier gelobt hat, eben nicht mehr steht, wie damals noch bei Schwarz-Gelb, dass wir die Atomwaffen, die auf deutschem Boden sind, abrüsten wollen. Guido Westerwelle, der damalige Außenminister, hat das gewollt. Er hat es nicht erreicht, muss man sagen, aber er hat es gewollt. Mittlerweile verzichtet man selbst auf diesen Wunsch. Und das sind Punkte, wo Deutschland konkret etwas tun kann. Und da bedauere ich schon, dass sich das die große Koalition, die sich hier gerade entwickelt, das nicht traut. Kolumbien hat heute Morgen gerade gemeldet, als 54. Staat diesen Atomwaffenverbotsvertrag zu unterschreiben. 122 Staaten sprechen sich bislang dafür aus. In der Tat sind die NATO-Staaten außer der Niederlande nicht dabei. Warum? Nein, das ist schon eine gute Initiative, weil wir das Ziel teilen, Nuklearwaffen abzuschaffen. Und das steht übrigens auch, das darf ich glaube ich schon erwähnen, auch im Koalitionsvertrag, dass wir an diesem Ziel festhalten. Die Bundesregierung hat sich dafür entschieden, das innerhalb der NATO voranzutreiben. Und ich glaube, darüber muss man eine offene Debatte führen. Aber das Problem bei dieser Initiative ist, dass die Atomwaffenstaaten nicht einbezogen sind. Und am Ende kann man beschließen, was man will. Aber wenn die USA, Russland, China und so weiter nicht selber mitmachen, dann werden wir keinen Erfolg vorweisen. Aber ich bin sehr der Meinung, dass es eine lobenswerte, eine gute, auch unterstützenswerte Initiative ist. Wir werden auch in den nächsten Jahren darüber reden, auch den Dialog aufrechterhalten, was wir dort tun können. Und wichtig ist auch ganz eindeutig, wir möchten die noch in Deutschland stationierten amerikanischen Atomwaffen abziehen. Aber wir sind auch Teil eines Bündnisses. Wir können nicht einfach alleine Entscheidungen treffen. Das würde auch unserer Sicherheit nicht helfen. Und deswegen werben wir innerhalb der NATO für diese Politik. Und das ist schwierig. Das sind dicke Bretter, die wir bohren müssen. Und ich glaube, was aber ganz, ganz entscheidend ist, das ist der eine Strang der Debatte. Der andere Strang ist, dass wir selber abrüstungspolitische Initiativen vorlegen werden. Wir haben heute einen Antrag vorgelegt, der hoffentlich gleich im Deutschen Bundestag verabschiedet wird, mit einer klaren Zielrichtung. Und das ist ja auch ein Signal an unsere eigenen Verbündeten und Partner, aber auch natürlich an die russische Seite. Herr Lieb, ich will es nochmal systematisch angehen. Die Amerikaner drohen jetzt damit, so Mini-Nukes, also kleine Atomwaffen zu bauen. Der russische Präsident hat gestern 4 Waffensysteme vorgestellt. Da ist auch noch nicht ganz klar, was wirklich schon umgesetzt ist. Ein erster Schritt wäre ja mal, dieses beides zu stoppen. Das wäre sicherlich logisch, wenn man das versuchen würde. Wie macht man das? Wir haben leider auf US-amerikanischer Seite im Moment eine Regierung und vor allen Dingen einen Präsidenten, wo man jeden Tag aufs Neue sich wundert, was eigentlich deren Strategie ist. Wenn man dort jemanden Rationales hätte, selbst jemanden Konservatives, Rechtes, aber wenn der rational wäre, dann könnte man darüber reden, was ist der langfristige Plan und wie kann man unser eigenes Interesse, nämlich eine friedliche, atomwaffenfreie Welt, dort einbauen. Bei Donald Trump ist das Problem, die einen sagen A, die anderen sagen B und wir wissen nicht, was er, wenn er aufgewacht hat, wieder als nächsten losschickt. Und das macht es so schwierig. Also wir können mit ihm ernsthaft nicht verhandeln. Nun will ich die Russen nicht loben und Putin schon gleich gar nicht. Aber da ist die Strategie klar, da ist die Richtung klar, da ist logisch, was er will. Das fehlt auf der anderen Seite. Und das kann Deutschland auch nicht ersetzen. Ich finde die Initiativen ja gut und richtig, dass wir da versuchen, Mittler zu sein. Aber ich glaube, wir sollten uns mehr auf das konzentrieren, was wir hier können. Den Abzug der Atomwaffen aus Deutschland, Beitritt zum Atomwaffenabschaffungsvertrag, das ist das, was wir hier können. An dem großen Rad zu drehen, ist ein ehrenwertes Ziel, aber man muss es am Ergebnis messen. Und im Ergebnis rüstet die Welt leider auf und nicht ab. Wir sind Teil der NATO, Sie haben es gerade ausgeführt. Aber gehen wir mal davon aus, wir schaffen einfach alle diese Atomwaffen ab, sind da Vorbild. Und dann fangen die Russen an zu sagen, okay, wir rüsten auch weiter ab, wie das ja im Sinne des INF-Vertrages zum Beispiel wäre. Und die Amerikaner tun das auch. Eines Tages haben die großen Supermächte und Europa gar keine Atomwaffe mehr. Ist das denn eigentlich zielführend, wenn man überlegt, dass diese Staaten, die ich vorhin schon mal nannte, wie Nordkorea,
da natürlich nicht mitmachen, weil wir gar keinen Einfluss auf sie haben. Die Nordkoreaner werden jetzt massiv unter Druck gesetzt wirtschaftlich und sie rüsten immer weiter. Nein, ich bin mir sicher, jeder weiß, am Ende ist das Ziel, eine nuklearwaffenfreie Welt zu erreichen, nur möglich, wenn alle Staaten entsprechend abrüsten. Das ist ja die Grundlage, das Vertrauen, was wir brauchen. Und jetzt muss man sehr präzise sein. Die Waffen, die in Deutschland noch lagern, wir nehmen an etwa 20 Sprengköpfe, fallen nicht in die Kategorie des INF-Vertrages. Es sind keine Mittelstreckenraketen, sondern sozusagen taktische Nuklearsprengköpfe. Wir glauben als Bundesrepublik Deutschland, auch eine große Mehrheit im Deutschen Bundestag, dass die militärisch nicht mehr notwendig sind. Aber wir müssen natürlich gleichzeitig feststellen, dass auf der anderen Seite, der russischen Seite, diese Debatte gar nicht geführt wird. Dort werden eher mehr Sprengköpfe hergestellt und übrigens auch stationiert mit Trägersystemen in unserer unmittelbaren Nachbarschaft in Kaliningrad. Und das bedeutet, wir müssen beides tun. Wir müssen für unsere eigene Sicherheit sorgen. Dafür brauchen wir auch eine starke NATO. Das sehen wir in vielen anderen Bereichen und dafür arbeiten wir. Und gleichzeitig dürfen wir dieses Ziel nicht aufgeben. Und deswegen, wir sind bereit, diese Waffen hier auch mit abzuschaffen. Aber natürlich muss es auch eine Gegenseitigkeit geben. Ich glaube, das liegt auf der Hand. Deutschland als eine wichtige Stimme, ein Land, das keine nukleare Verfügbarkeit hat, das auch nicht anstrebt, aber auch ein verlässlicher Partner innerhalb der NATO ist und bleibt. Ja, Herr Liebig, Sie müssen rein. Die Debatte geht da drin nämlich weiter, meine Damen und Herren.